Hallo meine frugalen Freundinnen und Freunde, heute präsentiere ich euch meinen Monatsabschluss für den Monat Mai. Ich habe versucht, den Hall bei mir etwas zu reduzieren. Es hat so einigermaßen geklappt. Ich hoffe, ihr seht da etwas Wohlwollen drüber hinweg. Ich arbeite noch dran, das komplett wegzubekommen. Mir fehlt dann noch ein passendes Programm, um das rauszumachen. Genau, und mir fehlen noch Möbel in meinem Zimmer, die dann auch noch den Hall etwas schlucken. Ich habe mittlerweile einen Teppich mit reingelegt, der das etwas verbessert und meine Mikrofoneinstellungen bearbeitet. Aber es ist halt immer noch nicht so richtig top. Naja, okay. Ja, dann kommen wir mal zu unseren Ausgaben im Monat Mai. Ich führe ja über jeden Monat, wie ihr hier unten sehen könnt, eine Excel-Tabelle, ein eigenes Blatt und habe dann noch ein Blatt, um alle unsere Ausgaben zusammenzufassen. Genau, da fasse ich zusammen die Kosten für Lebensmittel in jedem Monat, Getränke und wir haben eine Solaranlage, wie ihr vielleicht schon wisst, und eine Gasheizung. Dann schaue ich jeden Monat, was hat die Solaranlage produziert. Wie ihr sehen könnt, wird das von Mal zu Mal mehr. Dann schaue ich, wie viel Strom mussten wir einkaufen. Das geht natürlich miteinander Hand in Hand. Je mehr die Sonne scheint, umso weniger Strom müssen wir noch dazu kaufen. Und ich notiere auch, wie viel Strom haben wir verkauft. Und wie ihr sehen könnt, hier sinkt die Zahl, hier steigt die Zahl. Das ist ganz logisch. Das ist ja eine Glockenkurve. Einmal nach oben und einmal nach unten in dem Bereich. Und die Zahl hier müsste theoretisch immer ungefähr gleich sein. Wie ihr sehen könnt, ist das auch der Fall. Da brauchen wir pro Monat, das ist der Bedarf, den ich dann ausrechne, was wir wirklich an Strom benötigen. Das sind dann immer ungefähr 225 Kilowattstunden. Das liegt aber auch daran, dass wir eine Nachheizung haben. Das heißt, aktuell, auch noch in diesem Monat, haben wir eine Heizung in die Lüftungsanlage aktiviert. Das könnt ihr euch vorstellen wie so ein Tauchsieder, der den Luftstrom erwärmt, der in unser Haus geblasen wird. Und durch die Lüftungsanlage wird dann die einströmende Luft auch noch erwärmt, durch die ausströmende Luft. Das ist ein Zirkulationssystem, damit spart man auch noch etwas Heizenergie. Natürlich läuft das die ganze Zeit, mal mehr, mal weniger. Und die Heizspirale kostet natürlich auch Strom. Das wollten wir eigentlich schon im April ausschalten, aber da es so kalt war, haben wir das noch wieder aktiviert, und auch im Mai hatten wir das noch an. Ab diesem Monat müssen wir das dann ausgestellt. Und dann, das heißt, ab Juni müsste unser Strombedarf auch noch wieder sinken. Da bin ich mal gespannt, inwieweit das der Fall sein wird. Das werdet ihr dann in zukünftigen Videos sehen. Genau, hier schaue ich mal, wie viel im Durchschnitt wir brauchen. Das ist jetzt natürlich fürs gesamte Jahr, da fehlen noch die ganzen Monate, deswegen ist das so eine merkwürdige Zahl. Was man aber jetzt schon schön sehen kann, ist unser Gasverbrauch, der ja jeden Monat geschwankt ist. Im Februar war es anscheinend besonders kalt, dafür, dass es so ein kurzer Monat war. Und März, April hat die Gasheizung weniger geheizt. Und jetzt und plötzlich könnt ihr sehen, hier ist ein Quantensprung. Wir haben nämlich die Gasheizung ausgestellt und produzieren nur noch warmes Wasser mit Hilfe der Gasheizung. Hier sind noch mehrere Tage mit Gasheizung mit dabei, wo wir das aktiviert haben, um warmes Wasser zu bekommen außerhalb der eingestellten Zeit. Und am Anfang des Monats hatten wir das auch noch nicht umgestellt. Ich hatte prognostiziert, dass wir dann 50 Kubikmeter Gas verbrauchen werden. Und wir anzeigen, diese Zahlen sind die Kubikmeter an Gas, die wir brauchen. Und tatsächlich haben wir nur knapp 34 Kubikmeter Gas in diesem Monat verbraucht. Mal schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten noch ändern wird. Müsste eigentlich theoretisch gleich bleiben, je nachdem, wann wir die Heizung dann mal wieder aktivieren. So, genau, insgesamt bin ich recht zufrieden. Zumindest hiermit. Letztes Jahr haben wir wesentlich mehr
produziert. Man merkt, dass dieses Jahr sehr regnerisch war. Im Mai hatten wir letztes Jahr 100 Kilowattstunden schon mehr produziert. Im letzten Jahr ist es einfach der viele Regen. Ich habe auch vielleicht in der Zeitung gelesen, dass es ein extrem regnerischer Frühling war. Das merken wir tatsächlich an den Zahlen der Solaranlage. Entschuldigt. Wie ihr hört, bin ich immer noch sehr erkältet, tatsächlich. So, und dann kommen wir mal zu den Ausgaben in diesem Monat. Ich versuche hier herauszufinden, ob wir mit einem Bürgergeldsatz für zwei Personen auskommen würden. Da könnt ihr nochmal sehen, das wären für zwei Personen, hatte ich nachgeschlagen, 348,38 Euro würden uns zur Verfügung stehen. Und das ziehe ich dann von unseren kompletten Kosten ab. Und in diesem Monat, theoretisch, hätten wir noch 24,34 Euro übrig. Die Zahl stimmt aber nicht. Dazu werde ich euch gleich noch ein bisschen was sagen. Nur hier liste ich alle Kassenzettel auf und kontrolliere dann, ob das alles passt. Diesen Monat habe ich dann für Lebensmittel, Getränke, Haushaltswaren und so weiter fast 400 Euro ausgegeben. 393,85. Davon werden dann auch noch die Rabatte abgezogen. Ich liste nämlich jeden Monat auf, wie viel ich durch die Rabattsticker spare. Da habe ich eine Listzeile 15 und 30%, 50% und mehr und wie viel ich durch die Coupons spare. Das ist einfach nur Interesse halber tatsächlich. Und damit die Zahlen dann auch komplett passen, das wissen ja einige, die meine Videos schon sehen, rechne ich das hier noch mit ein. Wo habe ich das genau hier? Das habe ich vorhin erst eingetragen, das ist Humus gewesen, in der Spalte Wurst und Aufstrich. Ohne Rabatt hätte der Humus 1,29 Euro gekostet, also ich habe 90 Cent hier bezahlt und 39 Cent habe ich Rabatt bekommen, das findet ihr dann hier wieder. Upsala. Nein, das will ich nicht. Nein. Ja. Gut. Wie ihr sehen könnt, habe ich diesen Monat recht viel Geld für Milchprodukte ausgegeben. Ich koche ja jeden zweiten Tag einen Liter Vanillepudding, um unseren Süßigkeitenkonsum zu reduzieren. Das klappt relativ gut tatsächlich. Fleisch habe ich eigentlich fast gar nicht mehr gekauft. Hier sind Sachen dabei, weil wir mit Freunden gegrillt haben. Das müssen die drei Posten sein. Genau, und alles andere sind tatsächlich Fleischalternativen, die ich gekauft habe. Gut, dann könnt ihr sehen, Obst und Gemüse. Obst ist nicht so viel, aber ihr könnt sehen, ich habe recht häufig Mangos, die tiefgefrorenen Mangos gekauft. Und diese 1,50 Euro ist die Rettertüte, die ich geholt habe. Weil das so gemischte Sachen waren. Ein bisschen Gemüse, ein bisschen Obst, habe ich dann mir gedacht, machst du 1,50 Euro pro jeder Spalte. Ich hätte auch hier einfach 3 Euro oder 3 Euro hin eintragen können, aber das ist ja im Grunde genommen egal. Tatsächlich. So, für Obst und Gemüse haben wir diesen Monat 43,32 Euro bezahlt. Für Gemüse meine ich, für Obst 22,04 Euro. Damit bin ich natürlich recht zufrieden. Wie ihr sehen könnt, hat sich das stark gesteigert. Womit ich mäßig zufrieden bin, ist der Posten Süßigkeiten. Da möchte ich eigentlich auf 5 Euro maximal kommen im Monat, weil wir hier auch Sesambällchen gekauft haben, die wir ganz gern beim Asiamarkt kaufen. Da würde ich nicht jetzt nicht so genau sagen, ist das was wirklich was Süßes oder nicht. Ja, weil die Bohnenpaste ist schon sehr süß, also kommt das schon hin, tatsächlich. Ja, da habe ich in diesem Monat 15,64 Euro bezahlt. Das ist schon sehr gut. Wir können ja mal schauen, im April waren das noch geschlagene 33,05 Euro und im März 42,80 Euro. Kann das sein? Ja, tatsächlich. Kann man mal sehen, wie ich da an Gemüse bezahlt habe. Februar
Süßigkeiten 40 Euro. Also das ist schon wirklich richtig gut tatsächlich geworden. Ja, Knabbereien habe ich auch fast gar keine gekauft. Ja, das ist schon besser geworden tatsächlich. Ja, warum findet ich fast nichts bei in diesem Bereich? Ich habe noch so viele Nudeln in meinem Vorratsschrank, die möchte ich jetzt aufbrauchen. Ich habe auch gesehen, ein paar muss ich wegwerfen, weil da kleine Käferchen schon sich gebildet hatten. Das ist ja ganz häufig bei Vollkornprodukten sehr ärgerlich. Und deswegen ist mein Hauptanliegen jetzt erstmal, unsere Nudeln und den Reis wegzubekommen. Und der Arzt hatte meinem Mann gesagt, dass er vielleicht nur Glutenunverträglichkeit hat, aber nur eine ganz, ganz leichte. Und dann würden wir auch zusehen, dass wir weniger Kohlenhydrate tatsächlich essen, beziehungsweise weniger glutenhaltige Sachen. Da muss ich mal schauen, wie das noch werden wird in den nächsten Monaten. Ja, Fisch haben wir gar keinen gekauft in diesem Monat. Das ist Tofu und ich glaube 8,09 €. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, es ist das vom Asiamarkt. Tatsächlich. Nüsse habe ich ein paar geholt, Mandeln. Mein Mann isst aktuell ganz gerne Mandeln. Kaffee ist relativ teuer. Da wird aber diesen Monat noch ein richtiger Batzen dazu kommen, beziehungsweise heute oder morgen. Denn im Rossmann gibt es Kaffee im Angebot. Wieder 20% auf Bioartikel. Und da werde ich mal schauen, dass ich 6 Packungen Kaffee kaufe. Das sind dann 36 € ungefähr, die dann noch mit drauf kommen im Juni für Kaffee. Ja, wie sehen könnt, Haushaltswaren ist diesen Monat recht viel gewesen mit 20,55 €. Ja, die 17 Euro ärgern mich sehr. Ich habe in der Bibliothek vergessen, Bücher abzugeben. 17 Euro Mahngebühren, also das muss wirklich nicht sein. Und dann habe ich meinem Mann Schuhe gekauft für 40 Euro. Dann war TÜV fällig und einmal waren wir nur tanken. 214 Euro sind das. Eigentlich meine ich, dass da noch 39 Euro dazukommen müsste, aber war das vielleicht im April? War ich zum Reparieren im April? Ja, tatsächlich, okay. Im April war ich in der Autowerkstatt, tatsächlich. Ja, und Renovieren vom Keller schlägt immer noch zu Buche mit 133,41 €. Da haben wir die Türzargen eingebaut, die Türen. Und so, hier fehlt eigentlich noch ordentlicher Batzen. Sind nämlich die Kosten der Türen, die wir gekauft haben, gar nicht mit dabei. Oder haben wir die im April gekauft? Wir sehen können mittlerweile schon völlig verwirrt. Nein. Okay. Ja, also hier kommen auf jeden Fall 200 € auf jeden Fall noch mit drauf für die Türen, die wir geholt haben. Allein meine Tür, also ich muss sagen, Türrahmen sind irrsinnig teuer. Meine Tür selbst hat, glaube ich, nur 20 € gekostet, der Türrahmen 100. Das ist total verrückt. Naja, okay. Das werde ich dann vielleicht nochmal nachtragen. So, gut. Also, in diesem Monat habe ich dann für Lebensmittel 281,83 € ausgegeben, für Getränke 42,21 €. Da sind aber die knapp 30 € für die CO2-Flasche schon mit drin. So, insgesamt sind das dann 324,04 €. Und vom Bürgergeld wären dann noch 24,34 € übrig. Theoretisch. Der Witz ist, dass wir in der Woche krank waren und 7-mal Essen beim Lieferservice bestellt haben. Das geht richtig ins Geld. Da habe ich jetzt mal 140 € einkalkuliert. Die müsste man theoretisch dann noch mit draufrechnen. Das heißt, wir werden bei einem Minus von 115 €. Ja, das rechne ich jetzt nicht mit ein, weil wenn wir wirklich vom Bürgergeld leben würden, wäre das natürlich nicht drin gewesen. Daher könnte man nicht also eine Woche lang für 20 € beim Lieferservice bestellen. Ist ja klar. Da hätten wir dann doch gekocht oder irgendwelche andere Sachen gemacht. Und das ist ja auch nur für mich, fürs Interesse. Also ich würde sagen, hat nicht geklappt mit dem Bürgergeld. Ich hoffe, dass wir diesen Monat gesund sind und dann werde ich mal schauen, wie das sich so weiterentwickelt. Die letzten Monate sind wir eigentlich recht gut damit ausgekommen.
Und dadurch, dass wir weniger Süßigkeiten essen, ist das ein Punkt, Kostenpunkt, der definitiv herausfällt mittlerweile. Ja, Cashback habe ich drei Aktionen mitgemacht, beziehungsweise zwei in diesem Monat. Das ist zweimal der vegane Käse von Hope. Und das sind Sachen, die ich tatsächlich schon zurückerstattet bekommen habe. Dann für zweimal Hope-Käse, einmal gerieben, einmal die Scheiben, habe ich 4,98 € zurückbekommen. Das ist der Grünwalder Käse für 1,29 €. Also für Cashback habe ich in diesem Monat 6,27 € erstattet bekommen. Und ich muss sagen, ich hätte nochmal eine Gurke eingereicht bei Marktguru, aber weil der Betrag der Gurke 39 Cent war und Cashback 40 Cent, haben sie das natürlich nicht akzeptiert. Das hatte ich mir schon gedacht. Naja, okay. Gut. So, alles mal bin ich sehr zufrieden. Wir haben sehr gesund gegessen. Fast komplett vegetarisch, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, als wir tatsächlich mit Freunden grillen waren. Genau, und was jetzt in dieser Liste auch nicht mit drin ist, ist Geburtstage und die Konfirmation von dem Patensohn meines Mannes. Da haben wir auch 150 € nochmal ausgegeben. Das ist auch so eine Sonderausgabe, aber das notiere ich mir jetzt auch nicht so richtig mit dabei. So, da könnt ihr einmal sehen, unseren Gasverbrauch. Da könnt ihr sehen, eines Tages haben wir noch 3 Kubikmeter verbraucht. Und wie ihr hier sehen könnt, das ist drastisch gesunken in der Zeit. Auch hier 10 Kubikmeter sind es noch. Da merkt man, wie heftig es ist, wenn man die Heizung dann aus hat mit dem Warmwasser. Hier könnt ihr mal sehen, wie wenig Kubikmeter Gas wir dann gebraucht haben. Stromverbrauch ist wie immer tatsächlich. Stromverkauf steigt. Aber das sind ja die Zahlen, die ich euch vorhin schon präsentiert habe, tatsächlich. Mit dem Stromverbrauch bin ich relativ zufrieden. So, hier habe ich mal kalkuliert, wie viele Kubikmeter Gas wir also benötigen würden, nur für Warmwasser. Wenn diese Zahlen stimmen würden. Das werde ich für nächsten Monat auch nochmal machen. Da habe ich dann bessere Zahlen tatsächlich, weil hier ja noch Heizung stellenweise mit dran ist. Aber tatsächlich nur fürs Heizen, nee, nur für warmes Wasser heizen, benötigen wir knapp 406 Kubikmeter Gas. Das finde ich ist völlig in Ordnung. Ja. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ist informativ gewesen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne einen netten Kommentar da. Ansonsten sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Heute werde ich nicht einkaufen gehen, denke ich, sondern erst morgen. Gleich muss ich zum Reifen wechseln. Das heißt, da werden auch nochmal 30 € draufgehen, denke ich. Oder 35 €, bin mir nicht ganz mehr sicher, was sie da nehmen. Ach ja, wird Zeit, dass wir auf Allwetterreifen umsteigen. Gut, so, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt die Sonne, trinkt einen Tee, entspannt euch und wir hören uns spätestens morgen wieder bei meinem nächsten Video. Bis dann!